willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich bin zurück vom Urlaub, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Hab auch direkt am Sonntag, ich habe den ganzen Urlaub lang nichts gepostet, was auch Absicht war, weil ich wollte wirklich mal Urlaub machen. Ich habe tatsächlich noch nicht mal gezeichnet. Eine einzige Skizze habe ich zusammengebracht, obwohl ich mein Skizzenbuch und Stifte dabei hatte. Aber wie auch immer, ich bin wieder da. Und ich bin hier mit einem sehr kurzen Video heute, weil ich eine Frage habe, beziehungsweise zwei. Mir ist nämlich aufgefallen, Luft holen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass meine Videos meistens so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde sind. Und es ist ja eigentlich relativ lang. Und ich kenne das von mir selber, dass man eigentlich immer eher auf die Videos klickt, die kürzer sind. Also so 15 Minuten rum. Weil man dann einfach mehr Zeit hat, um mehr Videos anzuschauen. Und mir ist auch aufgefallen, dass bei meinen Videos tatsächlich meistens nur so circa die Hälfte angeschaut wird. Und jetzt wollte ich euch natürlich mal fragen, haltet ihr... Moment. Umformulieren. Würdet ihr es besser finden, wenn ich kürzere Videos machen würde? Nicht unbedingt mehr, aber einfach von der Länge her kürzer, dass ich mich begrenze auf 15 Minuten anstatt 20, 30 oder vielleicht sogar nur 5 Minuten. Und ja, weil das wäre für mich natürlich wichtig zu wissen und für euch natürlich auch, weil, also beziehungsweise für mich wichtig zu wissen. Und für euch dann wichtig, dass ich es umsetzen kann. Genau, und meine zweite Frage wäre, die ich ja immer wieder am Ende des Videos stelle. Und ich vermute mal, das Ende des Videos schaut keiner an. welche Themen sind euch denn eigentlich am liebsten? Also ich merke natürlich immer noch, dass meine Reviews vom Grelando-Künstlermalkoffer irgendwie noch sehr oft angeschaut werden. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er immer mal wieder verkauft wird. Genauso wie das How to Draw, also Faltenwurf in der Kleidung Video ist auch sehr beliebt, warum auch immer. genau, aber da wollte ich euch einfach mal fragen, weil ich habe jetzt doch einiges auf meinem Kanal laufen und ich weiß nicht, was ich behalten werde und was nicht. Also schreibt es doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob ihr lieber Reviews seht von irgendwelchen Art Supplies oder keine Ahnung, Sketchbooks oder Büchern, was weiß ich, oder How to Draws oder ob ihr mehr wollt von Ich kann 1000 Dinge zeichnen, es sind ja noch ein paar Dinge in dem Buch drin, oder lieber Art Vlogs, die ich jetzt erst angefangen habe, oder Sketchbook Touren oder wie auch immer, oder ob ihr mal was ganz anderes wollt, könnte ja auch sein. Genau, das waren meine Fragen. Tut mir leid für das kurze Video, also ich finde es immer sehr komisch, wenn man nur so kurz was sagt. Aber hey, ich bin wieder da, ich freue mich auf die nächsten Videos, ich freue mich vor allem auf eure Kommentare. Ich hoffe, dass ihr auch antwortet. Ich würde ja eine Umfrage starten, aber das kann man leider erst ab 1000 Abonnenten und das ist noch nicht ganz erreicht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, danke, dass ihr da wart und wir sehen uns. Ciao, ciao.